Und im, mit dem vorletzten Text, den ich Ihnen hier vorlesen möchte, das ist dieses erschütternde Dokument der Wiener Musikgeschichte, das viel zitiert wird. Aber wenn man dann Leute fragt, was drin steht, wissen sie es meistens nicht. Und man kennt es einfach nur dem Namen nach, das Heiligenstädter Testament, dass er in der Probusgasse 6, zu seiner Zeit war das noch die Herrengasse 6, verfasst hat, 1802, im Oktober 1802 genau. Beethoven hat in diesem Haus übrigens auch noch die an der zweiten Symphonie auch geschrieben. Ein paar Worte zu Heiligenstadt. Warum ist Beethoven nach Heiligenstadt hinausgefahren? Das war eigentlich ein Kurort. Es gab hier eine Badeanstalt, die gibt es nicht mehr. Das Wasser ist sozusagen versiegt im wahrsten Sinn des Wortes. Und hier ist die ganze Prominenz aus Wien herausgefahren und hat gekurt. Und Beethoven war hier auch mehrere Wochen waren es, ich glaube fast ein halbes Jahr. Und er wollte hier von seinem Gehörleiden geheilt werden. Da hat ihm ein Arzt dazu geraten. Und dieses Heiligenstädter Testament, es ist ja nicht wirklich ein Testament, es ist eigentlich ein... Beethoven schreibt hier alles nieder, was ihn zu diesem Zeitpunkt bewegt hat. Er steht praktisch an einem Wendepunkt, der Star-Pianist seiner Zeit und der er war, hat mit dem immer weniger werdenden Gehör schon Probleme dann gehabt. Da wusste er, das geht nicht mehr weiter. Aber eines wusste er, er wollte komponieren. Und da hat er gewusst, das kann er auch noch, wenn er nichts hört. Das war ihm so klar, anderen ja nicht, die haben das alles nicht begriffen. Aber ihm war es klar, dass er weiterleben muss sozusagen, um all das zu komponieren, was noch in seinem Kopf herumgeschwirrt ist. Und dieses Testament ist natürlich der Ausdruck eines schon verzweifelten Menschen. Und ich möchte Ihnen das in einer ganz, ganz leicht gekürzten Fassung vorlesen. O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch oder misanthropisch haltet oder erkläret, wie Unrecht tut ihr mir. Ihr wisst nicht die geheime Ursache von dem, was euch so scheinet. Mein Herz und mein Sinn waren von Kindheit an für das zarte Gefühl des Wohlwollens. Selbst große Handlungen zu verrichten, dazu war ich immer aufgelegt. Aber bedenket nur, dass seit 6 Jahren ein heilloser Zustand mich befallen, durch unvernünftige Ärzte verschlimmert, von Jahr zu Jahr in der Hoffnung, gebessert zu werden, betrogen, endlich zu dem Überblick eines dauernden Übels, dessen Heilung vielleicht Jahre dauern oder gar unmöglich ist, gezwungen. Mit einem feurigen, lebhaften Temperamente geboren und selbst empfänglich für die Zerstreuung der Gesellschaft, da musste ich mich früh absondern, einsam, mein Leben zubringen. Wollte ich auch zuweilen mich einmal über alles das hinaussetzen, oh, wie hart wurde ich durch die verdoppelte, traurige Erfahrung meines schlechten Gehörs dann zurückgestoßen. Und doch war es mir nicht möglich, den Menschen zu sagen, sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub. Ach, wie wäre es möglich, dass ich die Schwäche eines Sinnes angeben sollte, der bei mir in einem vollkommenen Grade als bei anderen sein sollte. Einen Sinn, den ich einst in der größten Vollkommenheit besaß. In einer Vollkommenheit, wie ihn wenige von meinem Fache gewiss haben, noch gehabt haben. Aber ich kann es nicht. Darum verzeiht, wenn ihr mich da zurückweichen sehen werdet, wo ich mich gerne unter euch mischte. Doppelt wehe tut mir mein Unglück, indem ich dabei verkannt werden muss. Für mich darf Erholung in menschlicher Gesellschaft, feinere Unterredungen, wechselseitige Ergießungen nicht statthaben. Ganz allein, fast nur so viel, als es die höchste Notwendigkeit fordert, darf ich mich in Gesellschaft einlassen. Wie ein Verbannter muss ich leben. Nahe ich mich einer Gesellschaft, so
überfällt mich eine heiße Ängstlichkeit, indem ich befürchte, in Gefahr gesetzt zu werden, meinen Zustand merken zu lassen. So war es denn auch dieses halbe Jahr, was ich auf dem Lande zugebracht, von meinem vernünftigen Arzte aufgefordert, so viel als möglich mein Gehör zu schonen, kam er fast meiner jetzigen natürlichen Disposition entgegen. Obschon vom Triebe zur Gesellschaft manchmal hingerissen, ich mich dazu verleiten ließ. Aber welche Demütigung, wenn jemand neben mir stund und von weitem eine Flöte hörte und ich nichts hörte. Oder jemand den Hirten singen hörte und ich auch nichts hörte. Solche Ereignisse brachten mich nahe an Verzweiflung. Es fehlte wenig und ich endigte selbst mein Leben. Nur sie, die Kunst, sie hielt mich zurück. Ach, es dünkte mir unmöglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht, wozu ich mich aufgelegt fühlte. Und so fristete ich dieses elende Leben, wahrhaft elend, einen so reizbaren Körper, dass eine etwas schnelle Veränderung mich aus dem besten Zustande in den schlechtesten versetzen kann. Geduld, so heißt es. Sie muss ich nun zur Führerin wählen. Ich habe es, dauernd hoffe ich, soll mein Entschluss sein, auszuharren, bis es den unerbittlichen Parzen gefällt, den Faden zu brechen. Vielleicht geht's besser, vielleicht nicht. Ich bin gefasst, schon in meinem 28. Jahre gezwungen, Philosoph zu werden. Es ist nicht leicht für den Künstler, schwerer als für irgendjemand. Gottheit, du siehst herab auf mein Inneres. Du kennst es. Du weißt, dass Menschenliebe und Neigung zum Wohltun drin hausen. O Menschen, wenn ihr einst dieses leset, so denkt, dass ihr mir Unrecht getan. Und der Unglückliche, er tröste sich, einen seinesgleichen zu finden, der trotz allen Hindernissen der Natur doch noch alles getan, was in seinem Vermögen stand, um in die Reihe würdiger Künstler und Menschen aufgenommen zu werden.